Eine wesentliche Säule unseres Müller Safety Trailers ist die sichere Verwahrung und Bergung von havarierten E-Autos. Die Batterien eines E-Autos sind nun mal brandgefährlich und wir haben hier mal in einem Beispiel dargestellt, nach einem Unfall, die Batterie hat sich entzündet, das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Nur muss es aufgrund der theoretischen Wiederentzündung, aufgrund der chemischen Zusammensetzung der Lithium-Modul-Batterien gesichert werden. Da kommt dann unser Müller Safety Trailer in den Einsatz. An Bord des Müller Safety Trailers sind unter anderem Bodenroller vorhanden, um das Fahrzeug noch einmal mobil zu machen, um es vor die dicht schließende, hydraulisch betriebene Rampe des Anhängers zu manövrieren. Über die bordeigene 8 Tonnen Seilwinde kann das Fahrzeug dann in den Anhänger verbracht werden und eben nach dem dicht schließen der Heckrampe mit Wasser geflutet werden, um das Fahrzeug dauerhaft zu kühlen. Der Innenraum ist so groß, dass sogar Fahrzeuge in Größe eines Sprinters dort untergebracht werden können. Somit ist auf jeden Fall sichergestellt, dass das Fahrzeug sicher gelagert und gekühlt wird und eine Wiederentzündung der Batterien verhindert wird.